comes with a ball and chain. Take my life just now today. Spill your blood, there's hell to pay. Digging a 6-foot hole, open the gates below. 'Cause I can't save your soul. Einem wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zurück zu meiner kleinen Wenigkeit. Und nicht erschrecken, es sieht nicht besonders schön aus, aber es ist mir anscheinend anders gerade nicht möglich. Und zwar, der Typ hat jetzt einen Greenscreen, aber es sieht echt scheiße aus. Ja, ist derzeit auch gar nicht anders möglich gerade bei mir, weil... Ich habe ja mal erwähnt, ich will mir mal einen Greenscreen besorgen, ob man mehr vom Gameplay sieht. Gesagt, getan. Mit dem Licht hapert es nur etwas. Seht ihr nämlich die Flackereien hinter mir? Das ist mein Schatten. Ich brauche mindestens 2 Lichtquellen, um den Schatten zu neutralisieren. Ich habe nur eine Lichtquelle. Ich habe die ganze Bude nach Lampen abgesucht und nichts gefunden, Leute. Also... bitte verzeiht mir, es wird die erste Zeit leider dieses Gepixel geben. Ja, es... ja, Greenscreen ist hart. Greenscreen ist hart. Es ist wunderschönen guten Abend, Animo. Und wunderschönen guten Abend, Catrix. Es ist verdammt hart, einen Greenscreen einzustellen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich spät erst anfange zu streamen. Eigentlich fange ich ja mal um 19:30 an oder um 19 Uhr. Entschuldigung. Ich habe stundenlang versucht, das hinzukriegen. Der Rest, wenn ich aus dem Bild verschwinde... ist nahezu pixelfrei, aber es gibt trotzdem noch Schatten. Ich bräuchte im Prinzip 2 Studiolampen. Oder 2 Lampen, sage ich mal, die das beheben. Das ist mir derzeit nicht möglich finanziell, weil diese Lampen saumäßig teuer sind. Denn sie dürfen erstens mich nicht blenden und zweitens natürliches Licht beinhalten. Ist gar nicht so einfach, sowas ranzukommen. Ich hoffe dennoch, dass es einigermaßen okay für euch ist, wenn es so pixelt. Und ich überlege mich gerade, ob ich mich lieber hier hinschieben sollte. Dann wäre das Pixelmäßige vielleicht nicht so schlimm. Und hey, wunderschönen guten Abend. Ich bin total am Ende, Leute. Ich bin total mit Nerv am Ende. Danke für die 5 Euro, Kelix. Bisschen größer machen, geht das vielleicht? Ich denke, so müsste das gehen. Verschwindet der Chat. Der Chat ist aber nicht schlimm. Den Chat. Den schmeiße ich dann hier hin. So. Ich denke, das müsste so gehen. Da ist ein Klick im Stream. Screen. Ah! Das geht den ganzen Tag schon so! Warte mal. Ist doch der letzte Scheiß.
Halogenstrahler. Wäre möglich, Bullet. Wäre vielleicht möglich. Was kostet ein Halogenstrahler? Habt ihr so Pi mal Daumen so Ahnung? Oder könnt ihr mal schnell googeln, mir das im Chat reinschreiben? Wäre echt nett, Leute. Hallo, zwei Halogenstrahler würden mir reichen. Einer links, einer rechts, dass der Schatten neutralisiert ist. Wenn jetzt die Pixel weg und. Oh, Update. Stopp mal, mein Lutsch. Ich glaube, ich habe mich noch den ganzen Tag heute im Stream noch über ärgern. Ah, das ist doch lächerlich. Der Knick im Stream! Boah. So. Knick behoben. Alter, Leute, das nervt. Boah. Leute. Jetzt fliege ich. Warte mal. Fliegen muss nicht sein. Fliegen muss man beheben. Das geht die ganze Zeit schon so, Leute. Ich hoffe mal, dass es jetzt einigermaßen so, dass ich jetzt eigentlich so bleiben kann. Was ist das denn jetzt hier? Bounty Hunters. Oder, warte mal. Was ist jetzt wieder los? Die Bounty Hunters? Warte. Jetzt neu, die Römer mit dem Kopfgeldjäger-Lizenz. Was? Die Römer mit dem Kopfgeldjäger-Lizenz erweitert die bereits bestehenden 20 Ränge der Kopfgeldjäger-Rolle um 10 Ränge. Ist das online? Was ist das alles? Ist das neu? Social Club X Prime Gaming. Ich weiß, dass Red Dead Online irgendwie Standalone werden soll. Ich habe Online auch nie gespielt. Keine Ahnung. Weiß ich selber tatsächlich nicht. Deswegen, ich bin gerade überfragt, was die für Dinger die sind. Ja gut, scheiß drauf. Cheater verseucht, okay. Ja, wie gesagt. Das Gepixel tut mir gerade noch leid. Ist gerade so. Ich werde jetzt mal ein bisschen die Früchte meiner Arbeit zeigen, die ich bisher gerade habe. Ich sitze schon seit 16 Uhr an dem Scheiß dran. Ne, Quatsch, 17 Uhr dran. Und das nur wegen diesen verdammten Schatten. Aber prinzipiell bin ich klar und der Hintergrund ist soweit auch klar. Es darf halt nur kein Schatten kommen. Dann geht das eigentlich, ne? Dann geht das eigentlich. Aber. Jetzt kurz mal die Ohren zu halten, Leute. Könnte wieder. Die Ohren wieder aufhaben. Mann, das ist gerade. Irgendwie. Mein komplettes Setup ist zerstört, Leute. Meine Wohlfühloase ist zerstört. Wegen einem Greenscreen. Was tut man hier alles für euch? Was tue ich nicht alles für euch? Das Schlimme ist, ich werde wahrscheinlich so oft jetzt versuchen, dahin zu gucken, weil da ursprünglich, also die Richtung früher die Kamera war, jetzt ist sie aber da. Das ist komplett verwirrend. Aber ganz zufrieden bin ich mit den ganzen noch nicht so. Ich tue mal was für euch. Ja, stimmt, wa? Das stimmt. Okay, ich bin im Kalender. Oh, das ist fies, Mann. Ich bin immer für euch da. Ich bin wie jeden Tag online. Ich tue immer mein Bestes, um für euch da zu sein. Und das ist die tatkräftige Aussage von dir, ja. Ich tue mal etwas für euch. Das ist echt nett, Mann. So. Ja, ab zum Fremden, Mann. Wo man der von uns will. Keine Ahnung. Ja, bin ich hier auch. Ah, jetzt ist mich nicht so voll. Ah, das war die Quest. Stimmt, im letzten Stream-Part oder im letzten Video haben wir ja gesagt gehabt, von wegen hier, dass wir, stimmt. Irgendwie wurde denen seine Kutsche, ich glaube, wir sollten es wieder beschaffen, aber das könnte ich ja nicht machen.
Stimmt, da war ja was, da war was. You okay there, mister? Okay there, mister? Move. I am. I'm sitting in the wrong place. Excuse me? I didn't mean any offense, sir. Please. I don't get your meaning. I'm very sorry, sir. You have yourself a fine day, and I apologize for any offense I may have inadvertently caused. What are you drinking, mister? Nothing, sir. Nothing at all. Why are you acting so strange? I don't mean to. I'm sorry for any offense. How could you have offended me? I have no idea. But I had no idea how I offended the last fellas. And they stole my wagon on account of my impudence. Stole your wagon for back check? They didn't like my medical practice, I suppose. I was helping folk. And that wasn't popular? I was undercutting the competition. Or I was too colored. Or I was irritating in nature. Or I was some know-it-all, big city slicker here to demean some good old boys of my fine words. The exact variety of my sins was the source of some conjecture, so they undercut me. That ain't very nice. That was my impression. Still, compared to the gutting, castration, defenestration, and crucifixion they offered me, I felt I got off lightly. Imaginative bunch. Yes. But no great love of my medical practice. Too free with my wisdom and services. Which way they go? Down the road, that away. Stay here. I'm sort of forced to. Please don't go to any trouble on my account. Mhm. Okay. Na, mal gucken, wie wir den jungen Mann mal helfen können. Are you looking for that fellow's wagon? Ja, eigentlich schon. I heard him say they was taking it to Macomb's Inn. Okay, thanks. Macomb's End? Where's Macomb's End? Bruh. There. Wo reisen wir mal dahin, warte, Leute? Ja, da laufe ich lieber nicht hin. Dauert zu lange. So, dann reiten wir mal dahin. Geschwind, geschwind. Aber ist lustig, in-game kommt der Schatten gar nicht so krass zur Geltung, war hinter mir. Das Gepixel. Ihr könnt mir euer Feedback, ich will immer dahin gucken. Ihr könnt mir euer Feedback geben, wie ihr darüber denkt, ob es für einen Anfang schon mal ganz okay ist. Oder sagt ihr euch, nee, du, mach mal den Greenscreen aus, bis du eine ordentliche Lampe hast. Weil das sieht scheiße aus, das bringt nichts. Oder sagt ihr euch, Greenscreen war generell unnötig, denn lieber der Hintergrund, der sah cool aus, das bunte. Erzähl mal, was meint ihr darüber? Würde mich mal interessieren. Also als ich mal erwähnt hatte, ich will mir meinen Greenscreen besorgen im Stream, haben die meisten gesagt gehabt, Tatsache, boah, geil, Alter, mach. Es gab... Okay, ich verschwinde schon. Kein Problem. So! Den Stuhl sieht man noch, ja. Tatsache. Aber, denn da könnte ich vielleicht eventuell auch schummeln. Und zwar,
könnte ich mir so ein kleines Minituch besorgen. Oder wird's besser? Okay. Da könnte ich vielleicht schummeln und sagen, okay, komm, pass auf, da lege ich mir so ein grünes Tuch über den Stuhl und dann wäre es auch nicht weiter schlimm. Junge, wie fällst du aus, du Bullet Sponge? Zack, in your face! Gut, dann erstmal looten und sammeln. Dass ich jetzt mal den Greenscreen benutze, soll auch nicht heißen, dass ich jetzt immer den Greenscreen benutzen werde. Ich denke mal, es wird mal so sein, also... Im Augenblick ist es ein neues Spielzeug für mich, was interessant ist, was auch relativ gut funktioniert. Ja klar, es gibt Pixel hinter mir, mein Gott, es ist relativ... Also wenn ich die Kamera so positioniere, dass es in der Ecke ist, dann denke ich mal, das kaum, auch wenn ich nicht ganz unten. Da scheiß drauf. Und sollte, ja. Also es wird auf alle Fälle bestimmt nochmal Screens geben, wo ich kein Screenscreen benutze, weil ich zuvor mit zum Aufbauen, dann sage ich mir, ach komm, scheiß drauf. Einzige Doofe ist, spare ich mit meinem fetten Schädel erstmal die Minimap hier vom Game, aber gut, ich denke mal, die Minimap ist für euch eh relativ uninteressant. Die ist, denke ich mal, jetzt nicht groß wichtig. Gut, ich glaube, ich könnte die Cam auch umstellen, dass ich dann sage, okay, komm, pass auf, ich mache es spiegelverkehrt. Ich glaube, ich soll es auch einstellen, dass spiegelverkehrt die Kamera aufnehmen lässt. Bevor wir uns diese geile Kutsche gönnen, will ich ganz kurz mal hier gucken, ob wir da rein können, anscheinend nicht. Mal da rein? Ey, komm mal rein. Gibt's hier was Interessantes? Ja. Offensichtlich nicht. Und was ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, ist, dass meine Farbe ziemlich verfälscht ist. Und zwar sind meine Lippen knarren und sich Lippenstift auf die Schnauze. Was ich natürlich nicht habe. Das Ding ist aber, meine Bude ist duster wie sonst was. Und damit ist die Farbe verfälscht schon mein Greenscreen. Der Greenscreen erst gar nicht erkannt, ne? Also ich musste die Farbsättigung höher schrauben, damit der Greenscreen überhaupt aktiv ist. Das war auch ein Hin und Her hier, Leute. Das war eine Einstellungssache. Heftig. Aber das ist schon... Also ein Greenscreen, sage ich mal, ist schon kein anfängerhaftes Ding, ne? Also, da muss ja alles mitstimmen, ne? Der Hintergrund, dass das Tuch keine Falten hat, dass die Lichtreflexionen stimmen, dass das Licht auch die Farbe gut hergibt von dem Grün, sag ich mal. Ah, das spielt so viel mit, das ist irre. Ich hab mir gedacht, komm, packst das Ding hinter dir an, machst den Chrome-Key drin, fertig ist die Scheiße. Hm. Da hängt ein riesen Rattenschwanz dran, ne? Und vor allem brauchst du eins, Platz. Du brauchst wirklich Platz. Ich habe schon diesen riesen Laken hinter mir. Und eigentlich ist dieses Teil immer noch zu klein. Was bist du denn? Bär! Schieß doch mal! Komm runter da! Komm runter, du Arschloch, Alter. Ich kann nicht schießen, warum? Was zur Hölle? Mann! Da machst du nichts falsch, auf keinen Fall. Den reinen Multiplayer-Modus oder generell Red Dead Redemption 5 Euro? Wie gesagt, den Multiplayer, da habe ich keine Erfahrung, Bullet.
kann ich nicht sagen, ob der gut oder schlecht ist. So, wieso konnte ich meine Knarre eigentlich nicht abfeuern? Ja, wegen Lichtquelle, da mache ich mir noch Gedanken demnächst. Aber ich denke mir nicht mehr dieses Jahr. Ich denke mal im Januar vielleicht kriege ich das irgendwie hin. Um wieder was zu realisieren. Ei. Ach. Los, können umfallen. Ich kann mir jetzt keinen Kopfhörer leisten. Oh my. Look who it is. I did not count on seeing that wagon again. Nor you for that matter. Only people you won't be seeing are the folks that took it. I take it they aren't the only ignorant bullying clodhoppers in these parts. But I can live in glorious hope. Now, it wasn't a trouble now, was it? No, it was a pleasure. Yeah. Let me give you something for your pleasure. What we got here. How about this? Provide a man a tincture, he'll be well for a day. Teach him to make one, he might be well a while longer. I'll make sure to try and make this. Thank you. Thank you. It won't work for anything chronic, but you may not need it. Well, if you see me on my travels and you're in need of something, make sure you come and say hello. Travel safe now. Wie geil, Alter. Achte auf meine Tasse. Weil die ist eigentlich grün, die ist ja auch grün, Tasse, ne? Ja. Das ist funny. Ein Schluck von nichts. Bevor ich kann meinen Kopf verschwinden lassen. Ihr wollt die Karte sehen? Hier. Ich muss das bloß halten. Das ist eine Scheiße, Alter. Tja. Stell dir mal vor, ich würde jetzt mit einem grünen Umhang sitzen und meinen Kopf da rausgucken. Mein Kopf würde schweben, ey. Ja, das ist eine lustige Spielerei auf alle Fälle. So. Jetzt sind wir hier in Rhodes. Cringy Harry Potter Musik. Boah, die sind übersteuert, aber. So, haben wir noch was zu tun hier? Ja, Dutch, von der Linde hier, ja, der hat noch was für uns zu tun. Ich würde aber fast schon sagen, wir gehen erstmal nach Hause. Ist ja zu Hause, wa? Liegt ja in der Heimat, ne? Ja. Ist doch kein Ding, kriegen wir hin. Ist super. Ach du meinst, ich bin im Greenscreen. An sich, ja. Es gibt nur ein Problem. Ich bräuchte zwei Lampen. Weil das Doofe ist, ich habe derzeit nur eine Lampe. Und sobald ein Schatten geworfen wird, fängt es an zu pixeln. Ich kann ja mal ganz kurz einen auf diesen machen hier. Seht ihr das? Meine Hand? Oder jetzt zum Beispiel hier die Stelle? Sobald ein Schatten geworfen wird, fängt es an zu pixeln. Und ich bräuchte im Prinzip zwei Lampen, die mich so anleuchten, also so diagonal anleuchten. Damit der Schatten hinter mir komplett verschwindet. Also für den Anfang geht es erstmal. Aber ich denke mal, ab Januar werde ich versuchen, mir eine neue Lampe zu besorgen. Ah, für den Anfang ist es schon mal nicht schlecht, ja. Und in-game fällt es auch eigentlich gar nicht so auf. Es ist ja auch nur mein Nacken, der Pixel. Der Rest ist ja in Ordnung.
Und meine Haare, die pixeln, ne? Ich bin wie die Medusa, meine Haare sind gerade lebendig geworden. So. Na gut, ab nach Hause. Annabelle, komm ran. Na, wo ist denn die Annabelle? Da ist sie. Ja. Feine Annabelle. Oh, ein bisschen feines Pony, wa? Ja. Okay, Pony. Ja, ein Kalb, so groß die Ding ist. Ein Kalb auch nicht, wirklich. Ist ja so groß wie ein Pferd. Das Ding ist ja, ich bräuchte ja theoretisch auch nicht mal, vielleicht bräuchte ich ja nicht mal eine Halogenlampe oder sowas. Ich bräuchte eigentlich nur eine ganz normale Stehlampe mit einem Schirm, den man drehen kann. Das würde ja auch schon reichen, mit so einem weißen Licht quasi, mit so einem kalten weißen Licht bräuchte ich im Prinzip, damit die Farbe nicht verfälscht wird. Das wäre optimal, ne? Das wäre optimal. Und das Licht liegt ja quasi an der Glühbirne. Heißt, ich könnte in dieser Lampe hier einfach nur eine weiße Licht-Glühbirne eindrehen. Und ich bräuchte noch eine zweite Stehlampe. Ich bräuchte ja nicht mal einen Halogenwerfer. Oder einen Scheinwerfer oder sowas. Klar, optimal ist natürlich eine Studiolampe. Weil die nicht blendet und trotzdem hell ist. Das sieht mich gerade auch nicht. Ich brauche Erleuchtung. Badambuts. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwas finden solltet, ja, irgendwie irgend so eine interessante Lampe, die dafür ausgelegt ist, die wirklich günstig ist, ja, dann sagt mir Bescheid. Ihr könnt mir gerne bei Twitch eine PN schreiben, bei Discord anschreiben, bei YouTube unter die Kommentare setzen. Irgendwie euch bemerkbar machen, was ihr gefunden haben könntet. Thomas Phillips. Ja, bei Thomas Phillips bekommt man sowas. Arthur. Über dies, Junge. Thomas Phillips habe ich tatsächlich auch hier. Ich glaube, in Renningdorf habe ich eins. In Berlin. Ja, in der Nähe ist es jetzt nicht, aber. Ich glaube, in Reinigendorf müsste tatsächlich eins sein. Ich müsste mal googeln. Da. Sobald ich meinen Kopf drehe. Sobald ich mich zum Bildschirm mehr drehe, existiert ein Schatten, der pixelt. Drehe ich mich eher so, verschwindet der Schatten. Klar, weil ich mich Richtung Kamera drehe. USB-Lampe, 5 Euro bekommst du schon. Ja, sie brauchen eine gewisse Kraft, ne? Ich weiß nicht, ob eine 5-Euro-Lampe auch genug Kraft hat, mich anzuleuchten und den Screen zu anzuleuchten. Weil er muss ja nicht nur nicht anleuchten, sondern den kompletten Screen eigentlich. Und den mal zwei in zwei Himmelsrichtungen. LED. Ja, muss man mal gucken. Muss man mal gucken, Leute. Da muss ich mich informieren. So. Wir sind ja jetzt eigentlich quasi mit allem fertig an dem Quest, was wir so erledigen können. Erst einmal. Ja. Würde ich sagen, machen wir eine Hauptquest, shall we? Und zwar mit Dutch. Mit Dutch! Ey, Dutch, what's pop, my man? What now? You sweating yet, Dutch? Of course I'm sweating. We're in some disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty hunters. Well, not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Okay. Gut, dann nichts mit Rauchen. An die Arbeit. Und ab zu Charles.
Mit Charles haben wir schon lange nichts mehr gemacht. Tagchen. Charles, I need you for some business in town. Come on. Okay. Ist nur halber Indianer-Typ, wa? Irgendwie so wird das schon sein, ne? Irgendwie fehlt was, warte mal. Here we go. Arthur braucht seinen Hut. Begib dich zu Trelawneys Aufenthaltsort. Klatsch vor deiner Markierung hin. Haben wir sogar, lol. Where are we going? Dutch wants us to have a talk with Trelawney. About these bounty hunters who are coming for us. Hoping he can tell us who they are or where they're coming from. Okay. And you're deputies now. Something like that. Wenn du 109 GB extrem findest, dann installieren wir niemals Call of Duty Modern Warfare. Ich glaube, ich bin mittlerweile, glaube ich, 150 GB oder 150 GB. 180, oh, sorry, 180 GB frisst mittlerweile Modern Warfare. Tendenz steigend. Aber dazu muss ich auch sagen, bei einem Spiel wie Red Dead Redemption verstehe ich das. Da verstehe ich das wirklich. Ja, wenn die Map ist verdammt riesig. Die ist so riesig. Du kannst, glaube ich, vom einen zum anderen reiten. Du brauchst es mal 2 Stunden dafür. Wenn du nur reitest, ne? Also, würde ich fast meinen, brauchst du so lange. Also, wie gesagt, die Map ist verdammt riesig. Da verstehe ich das. Aber bei Call of Duty, naja. Who knows? In the new camp, I mean. We got some space between us and that mess now. Ain't seen no more Pinkertons for a while. There's these bounty hunters, of course, but... Dutch don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. Trelawney. I've only met him a couple times, but he's a strange one. Ja, er lebt doch sehr strange hier. Oh mein Gott. Ach, das ist doch hier dieser Hehler, wa? Also hier ist auf alle Fälle ein Hehler, das weiß ich. Let's take a look. Boah, geile Hütte. Ast rein. Mega Villa. Someone got here first. So it seems. By the looks of things, it wasn't a social call. Check the house. This food's barely touched. Looks like he left in a hurry. Pomade, ah, Haargel, sehr schön, nimm mit. Found anything? Mal Schublade aufmachen, was drinne. Zigarre nehmen wir mit. Komm. Schön dicken Kolben, die wird nachher geraucht, wenn die Mission entwendet ist. You see anything there? Notiz. What do you think? So it seems. By the looks of things, it wasn't a social call. So he must have been here recently. Check the house. Da ist Blut. Blut ist immer sehr gefährlich. There's some blood here. That ain't good. Hallo? Schubst du mal nicht weg, Alter? Was ist denn mit dem los, ey? Dann schubst du einfach um hier. Wie ich immer nach da gucke, obwohl jetzt die Kamera da ist. Das ist so anstrengend. Das brauche ich ja 20 Streams, ich verstand, dass die Kamera vor mir ist und nicht mehr anderswo. Pretty recently, I'd say. I guess maybe 12 hours ago. But no body? Not yet. Hä? What are you doing?
Let's go. Dachte, er wäre irgendwas zum Klauen oder so. Hätte sein können. Oh, na, alle ab. Holle, holle, hü. They went down the path here. Tracking these days. All right, I guess. Well, lead the way then. Not the kind of place I'd expect to see Trelawney staying in. No? Normally scams himself into the best hotel in town. You know, when me and Javier went down with Trelawney to get Sean, after the bar fight, I swear, he talked the whole way and never actually said a damn thing. I thought you knew. That's his special talent. They could be 20 miles away by now. We can track them that far if we need to. Depends on how much you want to find them. Oh, ich bin verloren, oder was? Ach so? Wo ist er, das da vorne? Der sitzt in seinem Zelt. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. You seen a strange sort of feller? Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. He uses a cane. Looks a lot like this one. Yeah. Wo ist er? All right, you two. Where the hell is he? You both better get out of here. Come here. Oh, hast du dich gemacht, du Spacko, Alter. Bam, ne Kopfnuss und jetzt noch einer reiner. No, klatsche weg. Doofe Antwort. Bam, Junge, die Bitch Slap. Ja, noch mal einer rein. Okay, okay, for Christ's sake. They took him to a cabin. Over by the cornfields. Which cornfields? Left. Down the path there by Braithwaite Manor. Oh, Braithwaite. Ich hau da ja mal einer rein, komm. Dass ich vergisst. Na, einer geht noch, komm. Einer geht noch rein. Jetzt kann er abhauen. You got lucky there, my friend. Mein schöner Hut hier dreckig geworden, mit dem Spinner. Ich muss ja ein Zeichen setzen, damit er nicht vergisst, ne? Hallo, plünderst du den nochmal? Möchtest du das Loot haben? Haben wir, wunderbar. So, Silberring mit Emblem. Naja, nicht der beste Loot, aber wo soll's. Kann ich nicht alles haben, ne? Cool, ab geht's aufs Hot of the Hü. Und ab zu den Maisfeldern. Wie steht's eigentlich gerade unsere Energie? Energie ist gerade eigentlich relativ gut, würde ich sogar meinen. Aber erstmal so eine Möhre, komm. Liegt darin. Möhren sind gut für die Augen. Warte mal, wenn Möhren gut für die Augen sind, ist sie auch gut für das Red Eye? Nö. Was für eine Lüge. You okay? I'm good. What do you think they want with Trelawney? Could be any one of 100 things. Just depends if any of them involve us. You think he'll talk? Of course he'll talk. He'd sell his own sister to save a train fare. He don't know how not to talk. He don't know where we're holed up, though. At least I don't think he does. I don't know why Dutch still deals with him. Always disappearing for weeks on end. He's got his uses. And, well, loyalty matters to Dutch. Of course. But is Trelawney loyal? Yeah, kind of. I guess Trelawney ain't exactly disloyal. Just got a big mouth.
Don't worry. If he talked, I'll goddamn find out what he said. Nothing's ever straightforward where Trelawney's involved. Learn that much. I mean, how much time have we wasted getting this fool out of trouble? He somehow manages to be both lucky and unlucky at the same time. That's one way of looking at it. Wer ist denn Trelawney? Hab ich ihn schon mal gesehen im Laufe des Games? Ich weiß gar nicht, wer das war. Just when we think about cutting him loose, he brings us something big. I guess that's his special talent. Keeping fish on the line. So, will ich schon mal auf Feldern. Ist aber kein Mais. Da ist Korn, links ist was anderes. Also auch kein Mais. Wo sind denn die Maisfelder? Oha. The thing is, after that shack, is that us? Be remembered like a good time. Put the man down, gentlemen. Is that the lot of them? I think so. So you're alive. Allegedly. Well, don't worry, they won't be for much longer. Okay, go get them, Arthur. I can handle this. Okay. Oha. Oha. They've gone into the cornfields. We need to flush them out. Look at the first. Go that way. Aber sie haben sich im Maisfeld versteckt. Kann ich die einfach vor dem Anwesen erschießen oder kriegen die es alle anderen mit? Da war er gerade. Du alter Arschbacke. War doch gerade da gewesen, was zur Hölle? Okay, offensichtlich. Können wir sie einfach erschießen? Ist okay. $25 hat der gehabt? Boah, Alter, der war ja reich. Und Kopfhörtiger, klar, die haben Kohle. You carrots. Ihr Karotten. Na, da ist er nicht, Da! Where the hell are they? You're making a big mistake! Come on, where are they? Bam, Junge! Jetzt gibt es mal schöne Gesichtsmuskelmassage hier. Alla Arthur. Die Vögel sind, ja? Na denn? Ich weiß nicht, wo ich da verstecken muss, wenn der Volk gerade gestorben ist, oder? So wird doch keiner sein.
Trelawney. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo bist du? Er guckt aber auch da so hin, ne? Ob der da wäre. Rost oder Arschbacke. Das gibt's doch gar nicht. Das ist was, der Nadel nach dem Heuhaufen suche hier. He can't have gone far. Ich dachte, das wäre ein toter Körper oder so. Keep looking, Arthur. You must be close. Aha. Kann bloß auf den Eisfeld sein. Die Markierung zeigt es ja. Hä? Was? Alter! Ich werde anzünden. He's mine! Let me take him and get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Be quiet. Kann mit Messer umgehen, du. Come on. Heftig. You should have taken the money. I know. I'm a fool. Oh, das ist ein Bett gehabt, mein Freund. Shit. Thank you. 21 Dollar. Ja. The gunshots are coming from that barn. Son of a bitch got me. What are you doing? Fire! Okay, Service Boat Action Rifle, dann geht's ab. Right in the baby maker. Mm-mm. Also, ja, als Abtitten wäre wirklich so die beste Möglichkeit gewesen, die man hätte machen können, ne? Hätte da jetzt voll. Wenn es um Heimlichkeit geht, dann hat sich die Sache jetzt eh gerade wieder erledigt, ne? Ballern wir hier rum wie wilde Freunde hier. Komm her hier, komm runter! Komm runter hier! Bam! Einfach das voll Lolz! Seltenes Rolling Block Gewehr. Never goes easy, does it? Huh? Sure don't. Come on. Let's go see how badly they beat up the slippery feller. Okay, net. I wonder how much trouble he's brought with him. Guess we'll soon find out. Seems like we can't catch a break now, Arthur. Our luck's held this long. We got out of worse scrapes than this one. So I heard.
Sure. What's government agents and bounty hunters to us? I hope you're right. Ich habe keine Ahnung vom Mühlenbusiness, aber ist es so eine Mühle gerade hier? Die das Korn verarbeiten? Kann das sein? Die das mahlen? Das Korn? Ich glaube, ich war in sowas schon mal im Real Life drin. Ja klar, ich war sowas schon mal im Real Life drin, natürlich. So ein Mahlwerk hier, wie man sowas nennt. Krass. Gibt's aber nichts zu klauen, ne? Gut, wir haben gerade Legendary Revival aufgehoben. Ich meine, wollen wir nicht Päpst, sonst der Papst. Ja. Geht schon vollkommen klar. Wollen wir leben lassen? Ach, das ist ja Linientypen. Scheiß auf den. Dear boy. Boys. Dachin. You okay? Never finer. So, who was they? They were bounty hunter. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per se. What'd you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon, looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles, you take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. Oh, geht doch mal nicht schlecht, ne? There always seems to be more. More and more civilization. I want to get back in the open country of the West, or what's left of it, but well, even that ain't the way I remember it. Ja, anscheinend kommt Arthur mit der modernen Welt nicht so ganz zurecht, so ist nicht so ganz geheuer, weil die bei den alten wilden Westen wieder haben, diese ungezügelten und ungezähmten Landen der guten alten USA. Ja, ist gerade nicht so einfach, ne? Gut, dann würde ich sagen, was können wir als nächstes machen? Was? Josia? Ach, Trelawney ist das, okay. Hat eine Quest für uns, krass. Und Micah. Oh, bei dem will ich eine Quest haben, ey. Will ich das wirklich? Ich mag Micah nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihn irgendeiner mag. Außer vielleicht Dutch, aber Dutch mag uns eh alle. Home sweet home. Oh, die haben schon ein bisschen Hunger. Dürfte aber an sich kein Problem sein.
Ich glaube, ich dürfte das ein oder andere Steak noch in der Tasche haben. Müsste gehen. Spenden. Bring me something soon if you can, Arthur. All right, Pearson. This is all I got for you. This is going in the pot. Thank you, Arthur. So, wunderbar, haben wir. So, wollen wir was an Dutch spenden? No, warum denn nicht? Können wir ja eigentlich machen. So, Beitrag leisten. Gegenstand spenden. Über 3000 Dollar spenden wir unsere ganzen Gegenstände rein. Außer halt die Goldbarren. Sonst drücken wir jetzt, dass alles reinkommt. Scheiß drauf. Boah, wir sind so stinkreich nach der letzten Quest da mit Bill. Ich mag Bill genauso wie ich. Also, ich mag alle im Lager, bis auf Bill und Micah. Aber ich muss sagen, die Quest von Bill gestern, Alter, der hat ja echt mega Plan gehabt, ne? Bin so stinkreich geworden durch den. Schon krass. So. Schöne Sache. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Würde ich sagen, immer noch eine Pen. Beziehungsweise, bevor wir pennen. Irgendwie der Bart komisch aus mit den kurzen Haaren und dem Hut. Rasier da mal. Oh weia, Junge. Kann ich mich auch umziehen hier? Oder geht das nicht am Häuschen? Da suchen Fotografie. Möchte ich einen Kleiderschrank oder so? Garderobe, da haben wir es doch. Umziehen, da. Here we go. Das sieht ja aus, Junge. Aus wie ein Schlafanzug, ey. Och, der sieht aber auch cool aus, das Outfit. Unschuld, Verfolger. Mäntel, warte mal. Staubmantel. Den habe ich schon, Kyrtix. Den habe ich sogar schon. Ich habe mich sogar schon mit meiner ehemaligen Frau oder fast Frau oder vielleicht Frau, das ist ja nicht wirklich klar bisher bei mir, ob wirklich tatsächlich eine Frau war. Also anscheinend lief da was, aber irgendwas kam dazwischen. Zwischen die beiden. So ein Staubmantel ist mal angepellt hier, ne? Und eine andere Hose. Die Hose passt nun gar nicht dazu, Alter. Was ist das denn für ein Mist? Jeans? Nee, Arbeiterhose. Braun ist auch hässlich. Auch hässlich. Dann nehmen wir die Arbeiterhose hier. So. Naja, ist schön, aber selten. Passt schon. Und hauen wir uns mal aufs Ohr. Job ist zum nächsten Morgen. 20 Stunden. 20 Stunden durchpennen, Alter. Da musst du mal durchziehen, ey. Das hat mich ja manchen Wochenenden damals. So bist du wieder aus hier, oder was? Leute, wie sieht denn Feuer auf den Greenscreen aus? Alter. Boah, das sieht echt seltsam aus, war auf dem Greenscreen. Ist eine Werbebildkamera oder so. Das Licht! So! Erstmal nur das Saven. Wir haben ja jetzt doch ein bisschen was erreicht in der kurzen Zeit. Und. Wunderbärchen.
So. Welche Quest machen wir zuerst? Machen wir Micah? Macht die Wurst oder machen wir Trelawney? Ich würde sagen Trelawney, ey. Ich mag Micah nicht. Micah ist ein Arsch. Ich will für nichts machen. Hab mich schon gerecht, wenn er die halbe Stadt jetzt wieder geballert hat, ey. Voll Idiot. Nee, Trelawney passt schon. Arthur! Eigentlich gerade nicht, nö. You think I'm just some effete buffoon. What? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I've found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. I would have even thought. Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. Okay. Ich wollte gerade sagen, sitzt sie auf Annabelle? Aber stimmt, mein Pferd sieht nicht aus wie Zündschiff gesprenkelt. So where do we find this friend of yours? Rhodes! Because what can possibly go wrong there? Well, lead the way and we'll find out. You sure seem to have got a bout around here. You know me. I like to make friends in low places. How the hell you end up down here anyway? I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Among other things, I had quite a nice little business going for a while. Shares in a gold mining company. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until, well, that unfortunate run-in with the law. Yeah, that's how it goes. Thanks for disappearing on us during that Sean business, by the way. I've done my part. Each to their strengths, dear boy. You know, you boys should really watch yourselves with those two families. Here we are. We can hitch up outside. I'll make the introductions, Arthur. Okay, dann machen wir das so. Ich hab einen Plan, ich gehe da unvoreingenommen rein. Auf dem ersten Eindruck wirkt der Charakter ziemlich okay eigentlich. Come on. Hang back a bit and let me do the talking. We don't want to scare him off. Kommt aus wie Gemeinschaft Tau, der Typ. Excuse me, partner. Hello, Alden. Hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Like I said, times are tough. My missus is a bad woman. Terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horse's carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Hello? Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us. Wie viel habe ich gerade bezahlt? Man of distinction. Okay. Well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Oh, and Josiah,
If you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there, feller called Hector. He's also one of the, what did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it, discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden, or should I say, adieu. Oh, adieu, Josiah. Here's Strange. What the hell was that? I thought you might like to see that pantomime. River Road through Siltwater Strand, he said. Okay. I think I know a good spot to wait. Follow me. Let's go, girl. Warte mal, habe ich gerade richtig verstanden, dass der Postmeister-Typ korrupt as fuck ist? Die Typen, denen ich laufend tausende von Dollar schon reingepumpt habe für meine Kopfgelder? Warum klappt das bei den Briten so einfach, die zu überreden? Ja? Und warum bei mir nicht? Das ist für ein Scheiß. Junge, Junge, Junge. Okay, let's go. This way. Yeah. What did I tell you? Simple as can be. Seems a lot of the station workers are in on it these days. Earning a pittance. The unions are whipping them up, so they want something on the side. Like he said, there, Strawberry. Could create a lot of opportunities for a man in your line of work. I ain't sure about going back to Strawberry after all that Micah business. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble, you gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. If anything goes wrong, let's meet back here at this crossroad, okay? All right. Okay. Wenn du meinst. Dann machen wir das so. Come on! Here we are. This is the spot. Okay, this should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strong box, and relieve them of their goodies. And how do I open the strong box without threatening someone to open it for me? This should work. Lockpick. I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden. Very good. Of course, if everything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. Lol. There it is. Right on time. Let's go. Krass. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. Na gut. Also bloß nicht gesehen werden. Bitte auf Abstand gehen. I'll ride ahead and get the coach to stop. You hang back. Don't let them spot you or you'll scupper the whole thing. It's a free country. Did you say a show? It's a small benefit. It's Blackwater. Mrs. Chester Damson.
that? Stop the coach, my good man! Stop the coach! Ja, genau, halt an den Lachs. Yeah. Stop singing. The New York audience, they were rather cool. New Yorkers are priests and fools who believe Westerners don't know anything about culture. I couldn't agree more. Could you? It's such a small show, but could you sing me something for me? I'm looking for a mezzo soprano. I don't know. Miss Damson, you owe it to West Elizabeth. Komm schon raus, du oder Puderquaste. Ja. Jetzt. Boah, wie soll ich denn da in Ruhe ins Schloss knacken, hier, Alter, da los, kreisch, wie abgestochen. To be quiet, you horrible little man. One more time, from the top. Madam, I've heard enough. Might I have your card? The event is on the 23rd of this month. I can't say enough about Mrs. Damson. My meal. So sorry, gentlemen, for the interruption. Farewell. Vielleicht gut, ne? Easy peasy weggesnackt die Kohle. Wie war das eigentlich? Das sah jetzt nicht nach viel aus. Also, für den Bankraub wird es jetzt nicht sein, aber es hat sich ungelohnt, schätze ich mal. Da haben sie sogar Muni gespart. Well done, sir. Well done. It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Oh, it's only good. Go see Alden from time to time. See you soon, Arthur. Ach, hat er noch mehr Questen für uns? Oh, Quests für uns? 375? Boah. Ich glaube, ich werde Alden wirklich öfter besuchen. Das ist ja mal übelst wert, ne? Schlecht. Nicht schlecht. Gute Ausbeute für ein bisschen. So. Gut, jetzt geht's ab zur Maika macht die Megawurst. So, ich denke, wir müssen mit ankommen. Ja, wir haben so viel Kohle, die wir gleich wurden mit der ganzen Schotter.
überlegt mal, das teuerste Rennpferd, was ich gefunden habe, war gerade mal $300, war schon $300 wert. Und ich dachte damals, $300 ist eine Menge Geld. Und eigentlich sind $300 auch eine Menge Geld. Eigentlich sind selbst $1000 eine Menge Geld. Mit $3500 konntest du, glaube ich, damals bestimmt dir eine ganze Farm leisten mit einer Familie und dazu noch einen Satz Viecher. Wenn nicht sogar noch mehr. $3000 muss in der Zeit so viel Geld gewesen sein. Wäre echt nice. So, ich merke schon, dass mein Lager wieder Hunger hat oder zumindest wieder ein bisschen Bedarf auffrischen könnte. Also gehe ich mal kurz am Schlachter ran und gebe nochmal das Fleisch auf, was ich gefunden hatte, noch. In meiner Tasche. So. Morning, Mr. Morgan. You're a sweet girl. Good morning. Da wird da gequatscht. Not in the way you want to be loved. No, just don't make a fool of yourself. No, it's not like that. Arthur, please, you don't care about this nonsense. Away with you. Oh, ist ja okay. I ain't one to sugarcoat things, my dear. It is like that. Take care of yourself. You don't understand. Unfortunately, I do. Well, you don't. Okay. Morning. Wie geht's, John? You told her. No, stop nosing around. She's losing it, that girl. Okay, I'll catch you later then. Yeah, goodbye. Morning, Arthur. Morning, Tiz. You heard from any O'Driscolls? No, of course not. I've been here with you a lot. If you do, you make sure you tell us, okay? Yep, all right, man, I'll see ya. Immer wieder das Thema O'Driscolls. So. Essen ist ja anscheinend immer noch nicht fertig, deswegen würde ich sagen, nehmen wir uns mal nochmal aufs Ohr, damit unsere Stats ja schon aufgefrischt sind. In 92 Stunden. Rat's durch, Arthur. Rat's durch. Du hast schon Arbeitstag hinter dir. Kannst du dir mal erlauben. Absaven und dann gehen wir zum Maika ran. Auf den freue ich mich ja richtig. Auf den habe ich ja richtig Bock, ey. Nicht. Aber gut, was soll's. Hilft ja alles nicht. Mahlzeit! It's cracking, man. Okay. Blessed are the peacemakers, for they shall be called. Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you and me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Wow. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch, you tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean... I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town. And things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a cornered tiger. Anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch, do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap, you shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this.
It's a chance you gotta take. I killed Combs' brother. Long time ago. Oh, da wird's keinen Frieden geben. Definitiv nicht. Das ist Rache. Then he killed a woman I loved dear. Müsst ihr nicht quitt sein. As you say, it's a long time ago. Dutch. Dünnes Eis. Dünnes Eis, Micah. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Mit dem Boss persönlich zu Andreas Kills. Na, wenn das mal gut geht, Leute. Wenn das mal gut geht. Ich hoffe mal, das wird nicht komplett eskalieren gleich. Jetzt wird's spannend. Mit Andreas Kills, sind wir anscheinend Todfeinde und jetzt wissen wir auch warum. Ne, warum sich Dutch und Kaum so hassen. Let's go then. Darf ich bitte meine Waffe mal pflegen, bevor es hier losgeht? Was soll ich denn sonst machen? Gleich, Dutch. Ja, Waffenpflege muss nun mal sein, Leute. Waffenpflege ist wichtig. Das muss gemacht werden. Ohne ordentliche Schießeisen. Guck mal, ich bin hier unterstürzt. I've been fighting Combs for so long now, I can barely remember a time when it was different. And you're still fighting him now, make no mistake of that. Here he goes, Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us. Because of Blackwater. And Leviticus Cornwall and his private army. Then who knows when this local hillbilly thing will come to a head, hmm? Can we really afford to be fighting on all these fronts? And O'Driscoll. There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look. You ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah, yeah. Then me... Dutch, walk right in to the lion. Das ist immer noch dreckig. Ah ne, Zustand. Doch, immer noch dreckig. Was zur Hölle? Okay. Just keep calm. Unless I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will Schleimer. Oh, my dear and trusted friend. With you watching over me, I would walk in. Hey, up there. Men on the ridge. Oh, Driscoll's from the look of them. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Oh, weil, Leute, wenn das mal gut geht. Wenn das mal gut geht. Maybe I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I see all those mouths we gotta feed, and I dream too big. Caring too much. That's my problem. Wer soll das glauben, Micah? There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Micah might be full of shit. Combs O'Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation. Men created equal. Liberty and justice for all. That might be nonsense, too, but it's worth trying for. It is worth believing in.
Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. Free mit den Driscolls. You're gonna peel off up ahead. Dafür sind wir zu weit gegangen mit dir, Leuten. We'll be meeting down on the plane. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. Alright, alright. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. Okay. Also schönen Sniper-Spot nehmen, ja. Wenn das so ist, brauchen wir dann einen Sniper. Und zwar nehme ich dann das Gute hier. Und zwar das seltene Rolling-Block-Gewehr. Was noch ein bisschen stärker ist anscheinend. Generell ein bisschen besser als in allen Punkten. Ja. Okay. There we go. Das kann nur schief gehen, Leute. Sie. Ich finde, das hätte auch nicht persönlich gehen dürfen. Ist das so Luskel persönlich? Sure. Tatsache. So, lol. How's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. Hm? How's that coming along? Just fine. Hmm. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. Lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, ich wusste es. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Ich denke nicht. Hello, sugar. Alter. Handing him over to the lords. I don't know. Komm, bloß weg da, bloß weg da, bloß weg da, bloß weg da. Da kommt sie durch, Arthur. Did I kill you? Not yet. No, of course not. Not yet. But I will. Was? What the hell? Ich lebe immer noch? Bin ich irgendwie unsterblich, Junge? Die brüllen die Scheiße mir aus dem Leib, dass ich 10-mal ohnmächtig werde. Renn weg, die hauen mir 20 Kugeln in die Brust. Ich meine, wir sind es gewohnt, sich angeschossen zu werden, trotzdem zu überleben, ne? Aber hey, Alter, das war echt heftig. Oh, das ist echt bitter, Leute. What is weapons over there? Toll, hören so ein Drink in ein Drecksloch.
Ach, Driscoll persönlich kommt zu mir. Schön. Was für eine Ehre. Und ich darf sogar noch leben. Arthur Morgan. It's good to see you. Ach, du Scheiße. Hardly feel it. You will. Septic. Now, tell me. Fine gun like you. Why are you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Colm. No, no. It's Dutch's famous cars. You killed a whole bunch of my boys. Six-point cabin. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached truth. Let me go, Colm, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. But see, we lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He's gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Oh, nein. Arthur. Oh, nein. Das heißt, meine Bande weiß nicht mal was davon, dass ich entführt wurde, ja? Eieiei. Scheiße. Das ist echt krass. Hin und her schwingen. Links und rechts. Links. Rechts. Links. Pfeile dem! Jawohl, haben wir. Sehr schön. Hetzen? Was macht denn jetzt so? Er sich Wunder ausbrennen? Oh nein! Oh nein! Oh, Alter! Pulver. Oh Gott. Oh, fuck, Alter. Alter. Oh shit. Komm her, du Sack, Junge. Knick. Knick, knick. Okay, Leute. Drei Brotmesser haben wir. Hat er eine Waffe oder so? Uns geht es richtig schlecht, Leute. Wir haben keine Waffen, wir haben kein Nichts. Sonst noch was, was wir gebrauchen können? Oh, ne. What's he still doing down there?
One thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. Wo soll denn hier ein Pferd sein, verdammt? Den Revolver. Okay, no we talking. Der Arznei oder sowas? Annabelle ist da vorne. Annabelle lebt noch. Sehr schön. Okay, kurz wieder reparieren. Ach, scheiße, wo geht's denn für? Messer ist leiser. Okay, komm, dreh dich um. Okay, Annabelle, komm! Ab geht die Post! Und tschüss! Boah! Warum soll ich noch W-Punkt da durchreiten? Da sind sie doch erst recht alle! So, zieh durch, Junge! Oh, komm, zieh durch. Oh Gott, Arthur, dir geht's gar nicht gut, was? Nee, komm halt durch, Alter. Bleib wach, Arthur, bleib wach. Nicht am Wasser. Okay. Hör, also kennt eine Bird schon den Weg. Komm, wir haben es geschafft, Leute. Arthur. I told you it was a sub touch. My dear boy, what? They got me. I got away. Yeah. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson. He's gonna set the law on us. Oh, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. Okay. Strampler, ey. You're safe now. That's pretty intense. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Fantasiert er jetzt oder träumt er? Einige Wochen später. Oh ne, wenige Wochen später. Sorry. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, Reverend. Good. How you feeling? About the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too.
Jetzt ist die Frage aller Fragen, was ist mit meinen Sachen? Meine Klamotten habe ich ja, aber meine Waffen, mein Geld. Haben es jetzt alles die O'Driscolls oder habe ich die Sachen noch? Ey, wehe, die O'Driscolls haben mir irgendwas geklaut, ich schwöre euch, Leute. Dann ist Feierabend. Wenn meine ganzen 3000 Dollar weg wären, das wäre so bitter gerade. Oh, meine Pistole habe ich noch, okay, das ist sehr schön. Okay, spätestens jetzt habe ich mit den O'Driscolls sogar einen persönlichen Zwist oder ein persönliches Problem. Sollte mich nochmal von hinten irgendwie anquatschen, ist mir scheißegal, ich hack den mal einen Haufen. So viel mein Geld? Nee, wa? Doch, ich glaube, ich an den Dutch Kasse rangehe, dann müsste ich sehen, können wir viel Kohle noch ab. Grimshaw. Ah, you're looking much better. I was worried. You were coming for me, right, Dutch? Of course, son. Good to see you back up in Adam again. A few more battle scars. But answer me this. If Miller is a fraud, is he an honest fraud? Well, the way I see it, he's the worst kind of fraud, Mr. Dutch. He's a rich dreamer playing at being one of us. This kid is too smart, Arthur. How do you mean? He's on vacation with the lower classes. The outlaws, those unprotected by wealth. You are too hard on him. He writes with incredible beauty. Yes. He's very ornamental, as my uncle would say. And your uncle? What was he? He was a slave. Most educated man in his county, but a slave. Miller writes about men like him. Nah, Miller's a slave too. A slave to pretty words and empty phrases, but he don't understand. You are too harsh a critic. Look. You're a great man, Mr. Dutch. But you ain't great because of Evelyn Miller. Keep quiet, Morgan. He'll eat you alive. It ain't difficult. Gut, auf alle Fälle würde ich meinen, dass Arthur mal wieder ein Rasierapparat braucht. Schön so ein Gillette Fusion. Alter, der sieht aus. So. Und dann würde ich sagen, eine Runde saven. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt machen können an Questen. Gibt ja bestimmt wieder irgendwas zu erledigen. Aber ich denke mal keine Nebenquest. Ich meine, dass Nebenquestentechnik alles durch ist. Soweit. So ziemlich ist alles durch. Bill Williams hat eine Quest und die letzte Quest von Bill Williams hat uns erstmal 3000 Dollar beschert. Ich meine, insofern war 2,5 knapp oder 2000 Dollar. Well, Mr. Morgan? Well, I'm alive, Miss Grimshaw. These girls, Mr. Morgan, they're driving me to despair. Why? No gratitude and no manners. This younger generation, it saddens me. The world is ruined. Junge, hat die Fohlen auf dem Kopf, war. Gut, dann ab zu Bill. Ich habe leider keine Zeit. Denn ich möchte ganz gerne noch eine Quest machen. Hey, Shady. Wo ist der Bill? Hä? In Rhodes, okay. Und wenn das so ist. Komm her, Annabelle.
Guck mal alle Pferde an. Ich wollte nur einen haben. So, mal kurz Zwischenfrage. Ist noch irgendjemand im Chat aktiv? Oder schaut noch jemand zu? Oder seid ihr nur am Lurken? Ist gerade so extrem lange still in meinem Chat, deswegen wundert mich gerade ein bisschen. Oder ist mir der Stream abgestürzt, aber ich glaube nicht. Ah, jo. Schön, dass du da bist, Kettix. Sag mal, spielst du noch nebenbei eigentlich Red Dead Redemption 2 oder gerade eher nicht? Weil du es ja auch angefangen gehabt, wie ich hörte. Und wie du gesagt hast. Destiny 2. Destiny 2. Ja, auf jeden Fall gehört, dass viele den ersten Teil besser fanden als den zweiten Teil. Der zweite auch ganz schön gefloppt ist wohl. Weil der zweite nicht groß unterschiedlich zum ersten war, weshalb das Spiel gefloppt ist. Irgendwie kam es nicht gut an bei den Leuten, ich weiß nicht warum. Ich habe auch nie einen Teil davon gespielt. Been waiting for you, Arthur. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. What's the plan? Huh? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job needing security. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them, and they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seem legit to you, Bill? Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah. Let's just see what they say. They said there was some big misunderstanding about them horses. And what about... Oh, Bill ist voll die Scheiße gelaufen. They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. Yeah. They think it was the Braithwaites. Listen, I know these Grey boys bid now. This is on the level. Ich will nicht in den Kakao treten, ich mach nichts! Oh, er rennt da voll rein, ey. Oh. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right. I could have told you. Nein! Alter, die Schweine haben schon erschossen! Du Stück Scheiße, Alter! Wunderschönen guten Abend, Hawk. Ja, ich habe mittlerweile einen Greenscreen. Hätte ich ganz so schöne Optik, dazu erzähle ich gleich ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt ein Schwein nicht angeschossen habe, die gerade Schau weggeballert haben. Jetzt reicht's, wo ist meine beste Waffe? Da. Das lief ja bestens. Ja, ich habe tatsächlich einen Greenscreen, aber bitte nicht wundern, dass mein Nacken flimmert wie Sau. Das liegt ja daran, dass mein Greenscreen da Probleme hat mit Schatten. Leider auch nicht, Hawk. Denn das Problem ist, ich würde ungern weg vom Chat schauen, wenn ich mit dem Chat rede, wenn ich zum Chat lese. Und ich würde gerne zum Game hingucken und nicht weg vom Game. Das ist nicht möglich gerade derzeit, beziehungsweise es ist alles noch, also ich habe erstmal eine Dreiviertelstunde später gestreamt als ich wollte. Grund dafür Einstellung für den Greenscreen. Das ist eine Höllenarbeit, das nervt wie Sau und das Flacker am Nacken nervt mich. Also ich will unbedingt diesen Greenscreen noch verbessern. Gib mir noch ein bisschen Zeit, die nächsten zwei, drei Parts, und ich werde bestimmt was irgendwie hingedeichselt kriegen. Vielleicht kann ich die Kamera auf Spiegel stellen, dass sie umgekehrt ist vielleicht. Vielleicht kriege ich das irgendwie hin. Aber es geht gerade leider nicht anders. Und jetzt flimmert das aber wirklich gerade extrem, ne? Also, wenn man jetzt Entwicklerstatus, Spieleentwickler sehen würde wollen, ist alles aus mit Beta-Phase. Es funktioniert, aber mir fehlt gerade die nötigen Mittel, um es perfekt hinzukriegen, wie ich es will. Sagen wir mal so. Wunderschönen guten Abend, Michael 29.
Oh! Ja, Entschuldigung. Wunde von Nacken. Oh, ja, moin. Bam, ins Gesicht. Oh, ich fühl's nicht schade. Bam. In den Hintereingang in den Waffenladen. Warum? Hab ich Tatsache auch nicht. Keine Ahnung, warum ich jetzt auf meine Waffe hab. Hey, Glückwunsch, coole Sache. Und rein hier. You're getting sloppy, Morgan. Okay, das war gute Arbeit. Muss ich mal. Muss ich lassen. Wie war es mal nachlässig gerade? Auf der Xbox ist ja nicht weiter schlimm. Kann man auch auf der Xbox spielen, ne? cool nicht. Wie war das mit dem dimmlich, aber fröhlich? Irgendwie so? Was? Wie? Was? Was? Ja, fröhlich? Bam! Ach so. Ne Maul. Just turned out to be sooner. See that? Those cowards are running away. Tun sie das wirklich oder wollen sie uns überraschen? Not all of them. Sheriff Gray. And what about Bill? Where the hell's he? We'll find him later. Come on. Sheriff Gray! You need to get a hold on this town. It's going to hell. Ach, Sheriff, der hat uns verarscht, in eine Falle gelockt. Ach, jetzt habe ich erst verstanden, worum es in dieser Quest geht. Sheriff Gray hat uns verarscht. Ach so, den wir da tagelang Questen für gemacht haben. Ein Stück Scheiße. Und wie so ein Spinner musst du schon sterben, Alter. Either way, you're a dead man. Morgan? Eine Schrotflinte. Okay. Das ist gefährlich, wir können mit der Streuung. Oh Mann, ey.
good kid. Well, how the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him. Well, I start. He was out trying to find a lead. Same as you. Same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty. But you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what? 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. Bury him proper someplace quiet. Micah, best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of here. Weinstück Scheiße, Alter. Pair of fools. Ja, Sean war kein schlechter Charakter. Ich war auch gerne mit ihm unterwegs. Der war unterhaltsam. Der war lustig. Schade eigentlich. Jetzt ist so die fröhliche Stimmung aus dem Camp weg. Sehr schade ist. He was like an annoying little brother to me. What fun we had riding together. What a goddamn mess we're making of things. Oh Mann. Also echt bitter. Gut. First of all, warum war meine Knarre nicht mehr im Holster? Warum habe ich diese scheiß dreckigen Bälle rüber bei meinem Inventar drin? Wo ist die Mauser? Da, here we go. So, zweitens mal. Ich hätte gerne zwei Mausers, das wäre cool. Zweitens mal nimmst du bitte mal das Bolt Action Rifle in dein Inventar rein. Den kannst du mal pflegen, du Potsau. Naja. Muss man sich unbedingt mitfühlen können, aber du musst verstehen, das sind nicht irgendwelche Leute, die miteinander zusammenarbeiten. Das ist quasi die Outlaws hier in der Runde. Sind quasi ein bisschen wie eine Familie. Sie stehen füreinander ein und kämpfen ein bisschen miteinander zusammen, überleben zusammen, teilen ihr Essen, teilen wahrscheinlich so ihr Bettdecke, wenn der andere friert. Ja, leben halt wirklich auf engstem Kreis zusammen, ne? Und, ja. Wenn davon einer stirbt, nachdem sie vielleicht 10, 15 Jahre zusammen gelebt haben, überlebt haben, ja. Plötzlich einer stirbt, das ist schon traurig, Alter. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, dass da Arthur ein bisschen geknickt ist. Und ich sage, wenn Bill sterben würde, was ja da nicht passieren kann, liegt ja nicht aus Lord Story, weil im ersten Teil ist er ja bei und der erste spielt danach im zweiten. Oder Micah sterben würde, wäre mir das vollkommen egal. Sind Arschlöcher. Weil dieser komische besoffene Priester hier bei uns im Lager, der ist mir eigentlich auch vollkommen Rille, wenn er verrecken würde. Ansonsten mag ich eigentlich alle im Lager. Oh, Essen ist fertig. Nom 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 nom. Da ist halt eine Rede, okay. Einfach mal zu futtern. Nom 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 nom. Nein, ich wollte nicht die Quest annehmen. Have you seen that boy, Jack? Jack ist weg. My goddamn son. Where is he? Where's my son? They took him, didn't they? They took my son. Who took him? We think
The Braithwaite woman took them. Oh. But Kieran saw a couple of fellows sound like Braithwaite boys. Where's my son? If anything, where is my son, Dutch Vandalin? We will find him, we will bring him back to you, and we will kill any fool that had the temerity to touch one hair on that boy's head. Abigail, you have my word. Just get me back, my son. I will get that boy back, so help me God. Right now. Dutch! We just heard about Jack. You need some extra guns? Yeah, why not? Micah, Kieran, anyone strange turns up, you kill him. Rest of you, let's ride. Okay. Okay, let's go get that boy back. Dann suchen wir mal Jack. Den Sohn von John Marston. Just got shot to hell by the Greys in town. I know. I heard about John too. I don't want to even think about that right now. We have to focus on Jack. Wenn sie übersturm ist, war kein Adler auf dem Kreuz und alles verbraun weiß, kann ich das eventuell nachher beantragen. Kannst du machen. Hat nur keinen relevanten Stellenwert, weil das Ding ist halt, also wenn ich jetzt Tatsache nur deswegen traurig oder betroffen sein müsste, ich habe jetzt nicht angefangen bei Sean zu heulen oder so, ne, oder war jetzt nicht geknickt, ich war ein bisschen geschockt so, ne, weil ich mich halt sehr in die Geschichte, sage ich mal, einbringe und man gewisse Charaktere mag oder nicht mag. Man kann auch natürlich komplett kalt an so ein Spiel rangehen und sagen, ah, pff, mein Gott, der Schutter, den hast du mir egal. Das ist genau wie wenn zum Beispiel jetzt, als der Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin war, ja, pff, da ein paar tausend Typen gestorben, keiner, den ich kannte, ist mir wurscht. Klar kann man da so herangehen. Oder im Film über Titanic, also Schiff untergegangen, pff, interessiert mich nicht, ja. Man kann emotional bei manchen Situationen rangehen, wenn es eigentlich betrifft, klar, kann man machen. Aber ich finde, Videospieltoten mit einem Tod von einem Opa zu vergleichen, das einem wirklich mitnimmt, ist schon, sei mir nicht böse, Hawk, aber Kritik am Rande, aber schon ziemlich affig. Also, ich würde jetzt nicht einer meiner liebsten Verwandten, die ich echt lieb hatte, vergleichen mit einem Videospielcharakter von der Wichtigkeit her. Vielleicht ein bisschen deplatziert. Achso, das ist Witz gemeint. Achso, gut, dann ist alles gut. Dann verzeih meine etwas forsche Art und Weise. Dann ist alles gut. Da nehme ich das natürlich wieder zurück. I hate to break it to you, but I don't think there is any gold. Or if there is, it's hidden somewhere no one knows. What? I've turned every stone. Christ's sake, Hosea. After all that, another perfect scam. We underestimated them. No, they underestimated us. Enough talk. There is no point arguing how we got here. This is where we are. And we are going to fix it. So come on! Also irgendwie driftet das Spiel gerade in eine Richtung aus, wo irgendwie alles eskaliert, ne? Okay, get your heads right. Nobody makes ja, alles gut, Horn. Das Ding ist halt, du haust ja gerne mal Smileys hinter den Sarkasmus ran. Also deutlich, dass, wenn du was sarkastisch meinst, ein Smiley hinten ranhängst oder andere machen Kappa ran oder irgendwie sowas. Aber wenn man es so schreibt, wie du es geschrieben hast, habe ich jetzt, das war jetzt nicht der Fehler deiner Schreibweise, das war mein Fehler meiner falschen Auffassung, habe ich gedacht gehabt, oh, was, das ist tatsächlich ernst so? Really? So, ne, also, alles gut. Wie gesagt, ich habe es so falsch gedeutet, da war kein Smiley hinter. Aber ich weiß, es ist traurig, wenn man heutzutage überall ein Smiley ranhängen muss, aber heutzutage hat sich die Gesellschaft so entwickelt, dass wenn man schriftlich kommuniziert, immer zwei Linden ranhängen muss, wenn was sarkastisch gemeint ist oder was spaßhaft gemeint ist. So, ne? Wenn man zum Beispiel schreibt, hey, mir geht es gut und macht kein Grinsesmiley hinter, wird sofort gefragt, oh, geht es dir wirklich gut? Warum? Weil kein Smiley hinterhängt? Muss man alles nur mit Smiley markieren? Am besten machen wir nur noch alles mit Zeichensprache per schriftlich oder keine Ahnung. Ja, genau, Hawk, das hat sich wirklich auch meiner gelesen, als es sein sollte, ja. Deswegen, es gibt irgendwie drei Punkte dahinter oder so. Ich kenne zum Beispiel eine Person, die schreibt unter fast jedem zweiten Satz immer drei Punkte dahinter. Das verwirrt mich, ob was negativ gemeint ist oder gut gemeint ist. Also, ja.
Alles klar, mach das Hock. Ich bin in 8 Minuten weg, deswegen sage ich schon mal von vornherein, gute Nacht, hau rein, schön, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal, ne? Und wie gesagt, ich versuche das auf alle Fälle zu fixen mit meinem Greenscreen noch. Ich weiß nicht, ob ich das morgen hinkriege. Ich würde ihn noch weiter benutzen wollen. Aber ich versuche mal zumindest das in einer anderen Kamera zu machen. Also sprich, kommt mir nicht los heute. Ich gehe essen, ja. Jetzt hat's, ja. Ja, heute bin ich echt naiv, Leute. Heute glaube ich euch alles. Heute glaube ich euch alles. Ihr könnt reinschreiben, was ihr wollt. Smiley reinhängen, kein Smiley reinhängen. Ich glaube euch einfach alles. Trump bleibt doch Präsident. Okay, krass. Glückwunsch. Beispiel. Meint der echt, die haben den entführt, den Sohn? Oh Gott. Ich glaube, wir werden danach wieder auswandern dürfen. Weil wir haben schon Probleme mit Rhodes. Wir haben schon Probleme mit Braithwaite. Oh Gott, das kann nur nach hinten losgehen. Das kann nur nach hinten losgehen, sag's euch. Mal schon, die Olle steckt eine Lancaster in meinem Inventar drin, warte mal. Ja, geht gleich los, Dutch. Ich will das Bolt haben. Come on, let's get this done, John. You sure you're okay? Like I said, I'm fine. Follow my lead. Both these redneck families think they can ruin us? I don't think so. There they are. Who steals a goddamn boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches! John, I need you to stay calm. Hast du es wirklich? Boah, krass, Hawk, ey. Respekt dafür. Nicht schlecht. Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have with us, alleged or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our land. If you ain't gonna be civilized about this, Daddy ist hier. Eintreten, aufbrechen, scheiß drauf, Alter. Alter. V.
Fein, Hawk, fein. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Immer schöner hinter Smileys machen. Immer, immer. Dreh die Tür rein, ist ein Typ vor mir, ey. Okay. Haut ab, ihr Schweine! Jetzt reicht's mir, Leute. Shout out to Liz! Das lief ja mal alles andere als gut, würde ich meinen. Es ist schon 22 Uhr, Leute. Ich bin mitten in der Mission. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich leider Feierabend machen. Zeit drängt. Ich verjüngere mich sicherlich nicht, aber das ist, glaube ich, nicht weiter schlimm. Es gibt ja ein Autosave, heißt, wir müssen die Quest leider bestimmt morgen nochmal neu anfangen. Was nicht weiter schlimm ist, machen wir dann einfach. Also für den Stream leider nicht, KDX, heute mal nicht. Morgen, so gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr geht's dann weiter. Ich versuche das mit dem Stream nochmal zu fixen, mit dem Background hier. Vielleicht fällt mir noch ein, wie ich eine zweite Lichtquelle hinkriege. Zumindest will ich versuchen, dass ich meine Kameraspiegel mache, damit ich nicht mehr hier sitze, sondern Tatsache hier sitze. Und ich glaube, ihr versteht, glaube ich, warum ich mich links positioniert habe statt rechts. Weil so sieht echt scheiße aus. Erstens mal kann ich das Geflimmer nicht komplett verstecken hinter mir. Weil ich eine Mehrschattenbildung habe. Und zweitens mal, wenn ich in den Chat gucke, gucke ich immer außerhalb des Bildschirms. Nur so in den Chat runter, so. Sieht ein bisschen scheiße aus, ne? Und generell gucke ich öfter mal. Ich müsste die beiden Bildschirme vertauschen, damit es wieder andersrum aussieht, aber. Ne. Das kriegen wir schon irgendwie hin, Leute. Ich lasse mir was einfallen bis morgen. So, dann würde ich sagen: Hau da Grinsen mit dem Grinsen. Vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank für euer Feedback mit dem Greenscreen. War ja nicht allzu schlecht, was ihr meintet. Also da ist auf alle Fälle Luft nach oben zu verbessern. Aber für den Anfang ist das schon irgendwie ganz gut für meine Verhältnisse, was ich machen kann, wenn ich gerade reiste. Wenn es danach gegangen wäre, hätte ich mir ein Original gekauft gehabt, hätte ich mir ein Original Greenscreen gekauft von Elgato beispielsweise, hätte ein Studio-Licht hier. Ist mit einem schmalen Gelbbeutel nicht möglich, deswegen habe ich jetzt versucht, das Möglichste aus dem zu machen, was ich gerade habe. Und ich denke mal, das bisschen, was ich jetzt gemacht habe, kann echt noch verbessert werden. Da ist noch viel, viel Luft nach oben. Deswegen, ja, gucken, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Dann würde ich sagen, haut rein, mit dem Grinsen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Tanky. Tschüss.